Ich komme an in Barcelona. Und zwar direkt aus der Illegalität. In Holland, gut zweieinhalb Jahre, fast 3 Jahre, kommt an die Grenze. Und da stehen voll mit Menschen in Arbeitskleidern, mit einem Gewehr auf dem Rücken, umarmen uns, küssen uns und haben ein herrliches Empfangsessen und kommen nach Barcelona. Ja, also man hat geheult zuerst aus Begeisterung. Und dann das Erste, was wir dann sagten, ja, so hätten wir es in Deutschland machen müssen. Als Helmut im Juli 1936 in einem Zeltlager in Holland vom Aufstand in Barcelona hört, bricht er zusammen mit 3 Genossen nach Spanien auf, um dort das nachzuholen, was ihnen in Deutschland nicht gelungen war, der bewaffnete Aufstand gegen den Faschismus. Und wie wir ankamen, war ja noch nicht ganz zu Ende in Barcelona. Da waren noch Faschisten versteckt, in Kellern, auf Dächern, geschossen mit Knarren, mit Pistolen. Die hatten wir runterholen müssen und rausholen müssen. Und dann mussten wir, wie gesagt, untersuchen, was an deutschen Faschisten da waren. Da waren 3000. Und ein großer Teil dieser Faschisten war kurze Zeit vorher nach Barcelona gekommen, zufälligerweise. Vorbereitung des Putsches. Und das heißt, sie aus allen Papieren, die nachher beschlagen wurden, Deutschland war von Anfang an in der Vorbereitung beteiligt. Der Quaipo Deliano, der eigentliche Führer am Anfang war, vor Franco, war wenige Tage vor Ausbruch des Putsches in Berlin gewesen. Bei Hitler. Die Barcelona Arbeiter hatten eine Ahnung, dass ein Putsch kam. Und als der Putsch kam, da waren alle bereit. Jeder, der eine Waffe hatte, der stand auf der Straße. Und der keine Waffe hatte, der wartete auf den Kameraden, der fiel. Und nahm die Waffe. Entwaffneten jeden Polizisten. Jede Polizeiwache wurde sofort überfallen. Holten die Waffen heraus. Und die eroberten die Kaserne. Das war eine riesige Kaserne auf dem Berg. Hoch auf dem Berg. Die eroberten die mit Mausergewehren, Einfallgewehren von 1898, die schon die Russen in der Revolution hatten. Mit den Gewehren eroberten die eine grausame Festung. Wie die Soldaten dann sahen, was los war, da liefen ja viele Soldaten über. Und da bekam man ja mehr Waffen und bessere Waffen. Aber im Anfang, wie die Kaserne praktisch erobert hatten, wie die ersten Soldaten überliefen. Wie das möglich ist, das ist unglaublich. Wie die Säule da in Barcelona, die Columbus, da standen Maschinengewehr von der Guardia Civil und bestrichen die ganze Straße. Da fiel ja auch Ascaso. Den haben die da oben runtergeholt. Das hat auch Menschen gekostet. Ungeheuer Menschen. Massen. Aber den haben sie unter. Spanien war das einzige europäische Land, in dem die Anarchisten eine echte Massenbewegung waren. Neben den Sozialisten waren sie die dominierende Kraft in der spanischen Arbeiterbewegung und hatten vor allem in Katalonien, Aragon und Andalusien ihre Hochburgen. Die Kommunisten waren bis zum Bürgerkrieg in Spanien nur eine kleine Splittergruppe auf der Linken. Der Militärputsch gegen die Republik im Juli 1936 kam nicht unerwartet. Und als am 19. Juli 1936 die Nachricht vom Putsch bekannt wurde, nahmen die Arbeiter sofort den Kampf gegen die Putschisten auf. Dies war der Beginn des spanischen Bürgerkrieges, der sich bald in einen internationalen Konflikt verwandeln sollte. Die aufständischen Militärs hatten schon vor dem Putsch Verbindung zu den faschistischen Regierungen Deutschlands und Italiens und wurden schon Ende Juli inoffiziell mit Waffen unterstützt. Gleichzeitig strömten Tausende von Freiwilligen aus allen Ländern und Strömungen der Linken nach Spanien. In Deutschland hatte 1933, in Österreich 1934 der Faschismus gesiegt. In Spanien hatten zunächst die revolutionären Arbeiter gewonnen. Diesen Kampf wollten die Freiwilligen unterstützen. Die Arbeiter mussten die Fabriken übernehmen, ohne jede Leitung. Und das ist das Fantastische. Und da hat die CNT eben eine wunderbare Arbeit geleistet.
die waren darauf eingestellt. In den Betrieben hatten die ihre Zellen und die waren vorbereitet. Die wussten, was produziert wird, die wussten, woher das Material kam, die wussten über die Preise und die übernahmen diese Sachen. Und das ging ohne die Direktoren, ganz ausgezeichnet. Und in dem Augenblick, wo am Anfang also die ungeheure Begeisterung da war, da haben die gearbeitet wie die Wilden. Und zwar ohne Stundenlohn für die Überstunden, nichts, da wurde geschuftet. Da wurde zu Ende gearbeitet, wo sie mit beschäftigt waren, bis das fertig war und so weiter. Waren Begeisterung. Die Straßenbahn, wie ich ankam hier, die Taxis, die Droschken, alles was da war, schwarz-rot, CNTV, AET. Und die Straßenbahn, die fuhren ja schon damals immer mit ebenso vielen Leuten draußen mit drin. Die hingen an allen Ecken, wo man eine Straßenbahn anpacken kann, auf den Treppen und auf den Hinterdingen. Da kostete 15 Pesetas vor dem Krieg und während des Krieges. Und nachdem die CNT den Betrieb übernommen hatte, ging das Göteborger Verkehrswesen zum ersten Mal in der Geschichte Kataloniens mit einem großen Gewinn. Das meiste Geld war vorher in die Taschen der Bonzen, der hohen Angestellten, gegangen. Jetzt ging es mit Gewinn, wo die Arbeit es übernommen hat. Und funktionierte. Das lief wie am Schnürchen. Ich bin dann wochenlang mit rein normalerweise polizeiären Aufgaben beschäftigt gewesen. Die deutschen Ausräuchern aus Barcelona. Was an Bedeutung da war, war er abgehauen. Und zwar so eilig, dass bei dem Chemieonkel, dem Direktor in der Villa, wo wir dann wohnten, nachher, da standen die Teller und Essen auch auf dem Tisch. Waren ganz offenbar aufgesprungen und weggelaufen. Aber die was schnappten, das waren wie gesagt die kleinen Vögel und die behaupten natürlich alles, sie wären nur Deutsche, wären keine Nazis und so weiter. Aber die, wo wir wussten, es waren Faschisten, weil wir Papiere hatten, haben wir gesagt, ihr könnt in Spanien nicht bleiben, ihr müsst abbauen. Ich war dabei, wie der deutsche Generalkonsul Spanien verlassen hat. Er wurde von einem deutschen Kriegsschiff abgeholt, hieß sogar Deutschland das Ding. Der ging einige Schritte rauf und auf dem Deck standen die deutschen Soldaten und ein Offizier stand da mit Heil Hitler, Maschinengewehre und Kanonen auf die Stadt gerichtet und die Anarchisten, die waren noch vorbereitet, Maschinengewehr überall. Und da drehte sich rum auf der Gangbein und da sagte er, Bursche, wir sehen uns noch wieder. Da sagte ich zu ihm, das wollen wir hoffen. Und dann haben sie ja meine Schwester hier verhört im Wuppertal. Die wussten also, wer ich war. Und meine Schwester hat nur gesagt, den Lump, der ist ja abgehauen. Mit dem habe ich keine Verbindung. Haben sie Hausuntersuchungen gemacht, haben natürlich nichts gefunden. Und ist dann unbehelligt geblieben. Wir waren in Deutschland eine Gruppe von 3000 Leuten. Im Grunde genommen eine Splittergruppe. Und durch die Macht der CNTV hattet ihr in Barcelona einen unglaublichen Einfluss, der ja überhaupt nicht eurer Kampfkraft entsprochen hat. In diesem Gebäude befand sich das deutsche Generalkonsulat 1936. Und nachdem die deutschen Diplomaten zurückgezogen wurden, übernahm die Gruppe das, die Konsulatslokale, und hatte dort ihre Arbeit zu verrichten. Und die war ja ziemlich intensiv, die deutschen Kommunisten vor allem, für die waren eher ein Dorn im Auge. Die konnten sich überhaupt nicht akzeptieren, dass wir eine Art Fremdenpolizei in Barcelona waren. Wir waren eine Art Fremdenpolizei am Anfang. Jeder deutschsprachige Ausländer wurde von uns kontrolliert, bekam von uns Dokumente. Und da hatten wir also viel administrative Arbeit und von dort machten wir dann auch die illegale Arbeit, die Propaganda, das Propagandamaterial wurde hier hergestellt, was wir in die Welt sandten. Und wir nahmen uns da Menschen an, die nach Barcelona kamen, in verschiedenen Aufträgen, Journalisten, ausländische Gäste aller möglichen Nationalitäten und so weiter. Hier war ewig voll auf zu tun. Wir gaben schon Ende 36 Propagandamaterial heraus, auf einer Karte. Und auf der Karte war Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich und Spanien. Hitler stand mit dem einen Bein in Berlin und mit dem anderen in Madrid. Und als Text hatten wir
Heute Spanien, morgen die Welt. Wir wussten, dass Spanien das Exerzierfeld Hitlers war, um den Krieg vorzubereiten. Unmittelbar nach dem Aufstand bildeten die Arbeiterorganisationen in Katalonien Milizkolonnen. Die Mehrheit der Milizmitglieder kam aus der CNT-FAI, die sofort die Initiative ergriff, Saragossa zu befreien, das in die Hände der Militärs gefallen war. Saragossa war neben Barcelona die Hochburg des spanischen Anarchosyndikalismus. Die Milizkolonnen rückten rasch vor und befreiten zahlreiche Städte und Dörfer Aragoniens. Anfang 1937, nach der bei den Anarchisten umstrittenen Eingliederung der Milizen in das spanische Volksheer, bildeten die ausländischen Freiwilligen die sogenannte Gruppe International der Division Durruti. In der Kolonne Durruti kämpften viele ausländische Männer, anfangs auch Frauen. Ihr Standort war das kleine Dorf Pina de Ebro in Aragon. In der Gruppe International waren die Deutschen in der Mehrheit. Die Milizionäre kamen aus allen Fraktionen der damaligen deutschen Linken. Klasse, wir müssen direkt in der Hauptstraße nach Saragossa. Nach Huesca, von Saragossa. Je ernster die Lage dann wurde, man merkte ja dann ganz schnell nach ein paar, drei Monaten, weil es ist klar, das Militär gewann ja mehr und mehr Terrain. Die Intervention Deutschlands, Italiens war völlig klar. Und da habe ich den Genossen gesagt, ich bin der Meinung, ich habe hier in Barcelona getan, was ich hier zu tun habe. Ich will an die Front. Ja, wurde dann beschlossen, ich sollte an die Front gehen. Hatte übrigens ein Mädchen kennengelernt, in der Zwischenzeit eine Spanierin von Madrid. Carmen Cita Ruedas López. Hieß ein herrliches Mädchen. Aber die war von Mutter und Bruder gut bewacht. Das Beste, was ich mir stehlen konnte, war ein Küsschen. Und dann bin ich losgefahren, ganz alleine, nach Pina del Ebro, wo die internationale Kompanie war. Ja, und die freuten sich, wie ich kam, und ich kriegte mein Gewehr und kriegte ein bisschen Munition, ein bisschen Kugeln in die Taschen. Ja, und dann musste ich mir erstmal schießen lernen. Das konnte ich ja noch gar nicht. Und zwar hatten wir da in Casablanca, also ein weißes Haus, das den Namen hatte, Casablanca. Da waren die Faschisten drin, auf der anderen Seite vom Fluss. Und das Haus wurde dann angewandt, um mich einzuschießen. Nach und nach wurde die Lage schwieriger. Die Faschisten wurden eifriger. Und wir mussten dann in den Schützengraben liegen, Tag und Nacht die Front bewachen. Und knallen, wenn sich was bewegte. Also hier mit dem Gewehr liegen. Zum Casablanca irgendwo zu schießen. Das war für uns doch nicht das, was wir uns erwartet hatten. Wir wollten doch nach Saragossa. Wir wollten nach Franco schlagen. Nicht hier am Ebro liegen. Weil das ist ein Stellungskrieg, ist immer langweilig. Die Begegnung mit Juan war reiner Zufall. Er hatte uns gesehen, als wir im Dorf Aufnahmen gemacht hatten. Neugierig war er uns zum Ebro gefolgt und so begann sofort ein Gespräch zwischen ihm und Helmut. Es ist interessant. Tenía cuatro hermanos yo en el frente. Cuatro. Cuatro hermanos. Por el lado de las franquistas. El lado allá. Nacional. Y ahí en la parte esa de Huesca ahí murió uno. Er hatte vier Söhne in der Franco-Armee. Y otro herido. Y todos han matados. Uno mataron. Sí, en la parte de Huesca. Ahí en Huesca. Huesca. En el Carrascal ese que decía ahí por ahí. Ahí estaba yo también. En Santa Quiteria. Ah, también le he oído. ¿Sabes qué está? Que le he oído mucho, mucho Santa Quiteria. No, bueno, había jaleo allí. Muchos compañeros que están ahí en la tierra española. Sí. Estaba terrible. Esos años. Pobre pueblo. Vaya. Que no vuelva a ocurrir aquello ya. Nunca, nunca, nunca. No vuelva aquello. No. Aquello no es bueno para nadie. 1 millón españoles se mataron.
Das war also ungefähr bis März 37. Da wurden wir an einen Ort gefahren, der hieß Tadiente. Und da ging eine Eisenbahn durch, von Huesca nach Saragossa. Das war eine für die Faschisten strategisch sehr wichtige Eisenbahnverbindung, die da ging. Und wir hatten den Auftrag, das Dorf dort einzunehmen. Und da erfuhren wir von den Spaniern, dass das deutsche Thälmann-Bataillon in derselben Stellung gelegen hatte und denselben Versuch gemacht hatte und praktisch vernichtet wurde. Da wurden wir dann reingesteckt. Und nachmittags, bei Sonnenuntergang, da kriegte man eine Order ran an Speck. Hatten zwei sowjetische Flugzeuge, diese kleinen Moskitos, und da waren dann einige Kanonen. Die schossen dann in das Dorf rein, wo die Faschisten waren, richten Sperrfeuer mit Maschinengewehren und wir dann raus aus der Stellung auf das Dorf zu. Als wir direkt ans Dorf rankamen, da kamen plötzlich faschistische Truppen in großer Menge. In erster Linie eine Unmenge Moros, also marokkanische, spanische Soldaten, das war ja spanische Kolonie damals, Marokko. Und das war eine ungeheuer gefürchtete militärische Einheit, denn bessere Scharfschützen wie die wird es wohl nie gegeben haben. Und hinter den Marokkanern kam dann plötzlich eine Unmenge Tanks. Und man sagte später, das wären italienische Tanks mit italienischen Besatzungen gewesen. Und in der Luft kamen die deutschen Junkers-Flugzeuge und Jagdflugzeuge. Und wir kriegten ein ungeheures Feuer auf uns. Wir hatten die ersten Straßen erobert. Vergesst nie, einer unserer Männer, ein Österreicher, habe leider den Namen vergessen, der kriegte einen Granatsplitter im Hals. Und er hatte gerade kurz vorher, hat er bei den Faschisten ganz große, feine Würste gefunden und er hatte sich so eine Wurst um den Hals gehängt. Und der Granatsplitter, wie gesagt, nahm sowohl den Hals wie die Wurst mit. Als die Faschisten dann ganz nah an uns ran waren, also Handgranatwurfabstand, da kam Befehl zurück. Und wir mussten uns unter schwerem Feuer zurückziehen in die Bergkette Santa Criteria. Die meisten der Soldaten, die am Angriff teilnehmen, waren vielleicht, wir waren gut 100, 104 Mann und die Spanier waren vielleicht so 4.000, 5.000. Die kamen in Panik teilweise. Und unsere Kompanie bekam Befehl, wir sollten Feuer geben vor den fliehenden, unseren fliehenden Soldaten, damit die stehen blieben. Man befürchtete, die würden sonst bis nach Barcelona laufen. Das haben wir machen müssen, wir haben Maschinengewehrfeuer gegeben, natürlich versucht keinen zu treffen, sondern sie bloß zum Stehen zu bringen. Das ist dann auch gelungen und wir haben die Stellung dann an dem Tag halten können. Aber wir hatten so entsetzliche Verluste gehabt, dass man neue Truppen dahin sandte, also unsere Truppen. Und wir, unsere Kompanie, zeigte sich dann, als wir in das nächste Städtchen kamen, um uns wieder zu versammeln, wieder zu finden, dass von unseren 104 Mann 48 Mann anwesend waren. Die anderen waren gefallen. Einer unserer Genossen, ein Wuppertaler Seemann, hatte
einen schweren Beinschuss und lag in Niemandsland. Dem gelang es erst nach 4-5 Tagen, unseren Schützengraben zu erreichen, wo dann also Spanier lagen. Und die, nachdem sie es erst glaubten, es wäre ein Faschist, und sie hatten mit dem Gewehrkolben geschlagen, da entdeckten sie, es waren Internationale von uns. Da wurden wir sofort dorthin gerufen, um den zu identifizieren. Das war der Wuppertaler Jack Vesper, Hans Vesper, genannt Jack. Und dem wurde dann direkt da in einer kleinen Apotheke ein Bein oberhalb des Knies amputiert, denn die Wunde war in den Tagen, die er da im Niemandsland gelegen hatte, zu einem einzigen Meer von Würmern geworden. Nach den hohen Verlusten bei den Kämpfen um Tardienta im April 1937 fuhr die Gruppe International nach Barcelona, um dort ihre Reihen mit spanischen Rekruten aufzufüllen. Die Stadt bot nun aber ein anderes Bild als nach den ersten Monaten der Revolution. Die spontanen Kollektivierungen waren gestoppt worden, die Milizen der Arbeiterorganisationen in das republikanische Heer integriert und die Macht war zum großen Teil wieder in den Händen der Regierung. Die Kommunisten waren in dem kurzen Zeitraum von einer kleinen Gruppe zu einer führenden Kraft in der Regierung geworden. Dies war ihnen durch eine geschickte Bündnispolitik gelungen und vor allem durch die Waffenlieferungen aus der Sowjetunion, die ihnen große Sympathien bei der Bevölkerung brachten. Ihr stetig zunehmender Einfluss in Armee, Staat und Wirtschaft vollzog sich zulasten der von den Anarchisten getragenen Revolution. Die Konflikte zwischen Anarchisten und Kommunisten eskalierten dann in den sogenannten Maitagen im Jahre 1937. Anfang Mai 1937, am 3. Mai genau, gab die Regierung den Befehl, die Telefonzentrale sollte an die Behörden übergeben werden, denn es wäre unmöglich, dass eine Gewerkschaft eine Kontrolle über eine so wichtige Institution hätte wie die Telefonzentrale. Das wäre sowohl politisch wie militärisch unmöglich. Die CNT weigerte sich, da schickte man von Valencia eine größere Polizeieinheit und die drang in das Gebäude hier ein, am 3. Mai. Aber wurde direkt beim Eintritt ins Gebäude beschossen. Sie nahmen aber die unterste Etage in Beschlag und in den oberen Etagen war die CNT. Die hatten sowohl Maschinengewehr wie eine Menge anderer Waffen und verhinderten, dass die anderen Etagen beschlagnahmt wurden. Die Valencia-Regierung sagte, es muss ein Ende sein, dass eine Gewerkschaft diese wichtige militärische Institution beherrscht. Die Regierung waren nicht nur Kommunisten. Die Regierung war in der Mehrheit Sozialdemokraten. Immer noch. Und die Regierung griff uns an. Aber wie immer, da wurde nicht diskutiert. Wir kriegten die Anweisung von der CNT, Genossen, wir müssen Balkan bauen, wir werden angegriffen. Es ist ein Regiment von Valencia gekommen und jetzt müssen wir uns verteidigen. Macht Barrikaden. Ja, und da wurde nicht diskutiert, dann wurde Barrikaden gebaut. Es war eine Doppelbarrikade, eine direkt hier und eine Schutzbarrikade dahinter, die etwas kürzer dann war, da die Straße ja schmaler da ist. Und die haben wir dann auf die Art gehalten, dass wir ins Stadtzentrum hineinschossen, um zu zeigen, dass wir hier waren und dass wir sie nicht hier reinlassen würden. Und sie schossen auf uns, um zu zeigen, dass sie da waren und dass wir dort nicht hinkommen könnten. Die Regierungsmitglieder und führenden Funktionäre der CNT forderten jedoch die Arbeiter auf, ihre Waffen niederzulegen. Die Einheit im Kampf gegen den Faschismus sei im Moment das Wichtigste. Daraufhin legten die Arbeiter ihre Waffen nieder und Regierungstruppen übernahmen wieder die Kontrolle der Stadt. Das war grausam. Wir waren nach Spanien gekommen, den Faschismus zu bekämpfen. Und jetzt bekämpfen wir uns gegenseitig. Da wurden über 500 Tote auf unserer Seite. In Barcelona bloß. Das war schrecklich. Das war entsetzlich. Das Bewusstsein, dass die Einheit kaputt war. Und das hattest du auch hinter der Barrikade? Ja, na klar. Und wir waren uns bewusst, unter den Verhältnissen, da kriegen wir Prügel.
Der Chef von Franco nicht mehr. Es gab nur eine Chance, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das war, dass die eine erhalten wurde, während des Krieges. Nach den Maitagen begann die Repression der Kommunisten gegen die nicht-stalinistische Linke. Vor allem die kleine Partei PUM hatte unter den Verfolgungen zu leiden. Die Angriffe richteten sich aber auch gegen die Anarchisten, vor allem gegen deren ausländische Sympathisanten. Viele andere wurden verhaftet und in privaten Gefängnissen der Kommunisten festgesetzt, unter ihnen auch Helmut Kirschei. Das war entsetzlich, das war furchtbar. Total demoralisierend natürlich, total. Darum ist er der Michel rausgegangen. Und das ist ein mutiger Kerl, ein Deutscher, einer von uns. Der haute aus dem illegalen Gefängnis, in dem wir saßen, bei den Kommunisten, haute der ab, ging zum Nationalkomitee, also der höchsten Leitung der CNTV, unterrichtete die über unsere Lage. Wir wussten ja nicht, was die wussten. Er informierte sie, wo wir wären und was uns da blühte, und kam zurück. Und die spanischen Wärter sind am Arsch gefallen. Die gucken und sagen, wo kommst du denn her? Ich komme aus der Stadt. Aber wie bist du in die Stadt gekommen? Bin durch die Tür gegangen, die war nicht abgeschlossen. Da hatte der die CNT orientiert, was los war. Aber das war für uns eine ungeheure Hilfe. Denn von dem Augenblick an, da setzte sich die CNT für uns ein auf eine andere Art. Da wurden wir ja aus dem illegalen Gefängnis und wir rausgelassen, überführt in ein offizielles Gefängnis, aber kein normales Gefängnis, war ein Gymnasium, aber das war während des Krieges eine Art Kriegsgefängnis. Da hatte man in den oberen Etagen Faschisten und in der untersten Etage Antifaschisten, die irgendwie den Kommunisten und den ihren Alliierten nicht passten. Aber die Kommunisten hatten zu der Zeit einen großen Einfluss. Nach Geheimverhandlungen mit den Kommunisten wurde Helmut 9 Monate später freigelassen. Zu dieser Zeit war die CNT machtlos und konnte Helmut nur noch zur Flucht verhelfen. Und das sind alles Dinge, die in meinem Kopf immer heute noch rumgehen. Wie hätte man das verhindern können? Wie hätte man die notwendige, die absolut lebensnotwendige Einheit im Kampf gegen den Faschismus erhalten können, um, wie gesagt, das wenigstens etwas zu retten? Der Verlust im Bürgerkrieg, der Sieg Frankos, bedeutete die totale physische Vernichtung aller Menschen, die irgendwie in der Arbeiterbewegung aktiv gewesen waren. In allen Sektoren der Arbeiterbewegung. Sozialdemokraten, Kommunisten, Anarchisten, Syndikalisten, alle wurden gleich abgeknallt, wie Hunde. Über Frankreich und Holland gelangte Helmut 1939 illegal nach Göteborg, wo er seitdem lebt.